Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire Dwar mit dem Thrawn's Revenge Mod und wir sind dabei hier, den Norden der Galaxis, soweit wir es können, zu kriegen. Das ist immer noch bei 319, das ist sehr gut, aber dafür müssen wir erst einmal bei Agama durch. Aber wir haben Sifkrik und Taris endlich eingenommen und Ferrier Junction hält uns im Prinzip auch nur der Infrastructure Score von ab, dort weiter vorzurücken. Axilla, wenn wir natürlich hier Ferrier Junction einnehmen würden, wäre Axilla relativ sicher. Deswegen, Axilla bringt uns eine Menge Credits. Lasst uns da mal ein bisschen mehr zivilere Infrastruktur und preisgünstigere Infrastruktur holen. Ich schicke die einfach mal nach Sereno, einfach mal um zu gucken. Da war Sinch auch mal, glaube ich, eine Zeit lang. Wir schauen jetzt erstmal, wie es hier bei Agama aussieht. Und nehmen die Einheiten nach Sifkrik runter. Am besten bevor die Schlacht beginnt da drüben. Oh, wunderbar. Den Interdiktor habe ich ganz vergessen, in diese Flotte mit reinzupacken. Das bedeutet, hier holen wir einen neuen Immobilizer-Kreuzer. Und schicken diese Flotte als nächstes dann nach Zecoria, damit Zecoria nicht angegriffen wird. Und von N'Zoth sind die schon weg. Das ist gut. Lass uns hier mal bei Sereno gucken. Wäre natürlich cool, wenn wir hier oben alles kriegen könnten und die Corporate Sector Authority weg wäre. Das fände ich schon sehr, sehr nice. Aber ein Schritt nach dem anderen. Beginnen wir. Und sehen, dass die Flotte doch schon relativ groß ist, aber vielleicht können wir einen Luke Ryuk vernichten. Wenn wir hier hinten starten. Ich weiß nicht, ob sie eine Ionenkanone haben, aber ich würde es vermuten. Yep. Können wir der entkommen? Können wir nicht. Aber wir können ihn hier hinholen und damit müsste ein Luke Ryuk keine Probleme bereiten. Wenn die anderen sich noch relativ weit hinten befinden und wir uns mit dem Luke Ryuk erstmal alleine befassen können. Ist natürlich schade, dass wir relativ wenig Jägerabwehr haben. Aber diesen Luke Ryuk zu vernichten, wäre schon schön. Nehmen die Fighter Bay. Na, guck mal, der hat schon keine Schilde mehr, bevor meine Schilde überhaupt fallen. Aber der hat halt verdammt viele Hardpoints, ne? So einen Luke Ryuk zu vernichten, dauert. Aber solange die anderen hier keine Lust haben, oh, ich habe nicht nachgeguckt, ob die hier einen Interdiktor haben, haben sie aber nicht. Das bedeutet für mich einfach hier schön weiter meinem Plan folgen. Und dann schauen, dass Sereno hoffentlich an Stärke verliert. Ich glaube nicht daran, dass wir das hier einnehmen können, aber also nicht jetzt in diesem Durchgang. Im Endeffekt werden wir es einnehmen können. Aber hier jetzt erstmal gucken, dass wir ordentlich austeilen können. Schwere duale Laserkanone. Schwere duale Laserkanone hier drüben. Und damit ist der so gut wie Schrott. Und ich habe noch zwei Drittel meiner Schilde. Interessant. Okay, ja gut, dann nehmen wir den Invincible Dreadnought. Es sei denn, die Swan noch ein. Ja, okay, machen wir nicht. Na, kommt so ein bisschen drauf an, wie schnell der jetzt hier kommt, wie schnell wir seine Schilde runterkriegen. Weil wenn man ionisiert ist und flieht, wird das Schiff automatisch zerstört. Und da habe ich keinen Bock drauf, einfach so eine Executor zu verlieren. Muss nicht sein. Komm, vernichten wir den. Aber irgendwie die verletzt zu haben, dass ich dann noch einen Zyklus warten muss. Wartet mal. Ah, ne, es sind zu viele Jäger, um da jetzt mit den Sternzerstörern einzugreifen. Da würden die Sternzerstörer wahrscheinlich einfach vernichtet werden. Oh, ich habe echt Angst vor dem nächsten Ionenkanonenschuss. Zum Glück sind hier gerade kaum Großkampfschiffe, die mich nerven können. Wir versuchen es abzuhauen. Und sobald ich Ionenkanone höre oder sehe, breche ich ab. Okay, sehr gut. Sehr schön. Besser könnte es fast nicht laufen. Zwei große Schiffe vernichtet und wir können einfach abhauen. Wir werden wahrscheinlich relativ weit wegfliehen, was dann eher nicht so cool ist, aber egal. Oh mein Gott, wir fliehen nach Taris. Du kommst mal nach Wayland und ihr setzt euch hier bitte rein. Nach Sif
Krieg. Sehr gut. Kashyyyk. Sind die frech? Alter. Das ist mal richtig frech. Könnte aber sein, dass ein Berlin dann jetzt frei ist. Ja, da kann ich nicht viel gegen machen. Einen Interdiktor haben sie hier nicht, aber gegen die Ariado-Autorität will ich nicht vorgehen. Ich hoffe einfach, dass ich die zur Not am Boden halt in irgendeiner Art und Weise abwehren könnte. Wenn ich es denn müsste. Wir schauen mal. Beginnen wir. Und dann fliehen wir. Ich hoffe, dass die auch einfach wieder fliehen würden. Oder von da aus vielleicht dann die Republik angreifen oder so. Keine Ahnung. Aber so habe ich hier keine Lust auf die. Komm schon, fliehen. Zurück zur Galaxiskarte. Und dann müssen wir da gucken, was Isaar so für Sachen liefert. Die kommen nach Sifkrik. Da können sie ja im Prinzip nur von Agamar kommen. Am Boden ist noch nicht so viel aufgebaut, aber okay. Die Frage ist, ob wir Sereno oder Tangreen als nächstes machen. Weiß ich noch nicht so ganz. Wie sieht es hier mit Bodeneinheiten aus? Es schleicht so vor sich hin. Auf jeden Fall will ich hier drüben die Ariado-Autorität einmal ein bisschen was lehren. Oder auch nicht. Okay, wie groß ist die Flotte? Ohohoho, es sieht so nach so einer Riesenflotte aus. Nichts ist das, nichts. Damit ist Elagis und Taris sicher. Ach, ist das schön. Ist das wunderschön. Isaar, du bringst mir hier den Sieg. Die Corporate Sector Authority ist zwar absolut nicht meine Priorität gerade, aber die ist halt da und die nervt mich, von daher muss ich die so ein bisschen zu meiner Priorität machen. Aber meine Priorität ist eigentlich, zwei Fraktionen zu schlucken und dann zum Dark Empire aufzuleveln. Dass wir mal ein bisschen Bewegung reinkriegen und auch neue Einheiten und so kriegen. Das wäre cool. Aber Ionenkanone? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich meine, so schlimm wäre es nicht, wenn die uns hier kriegen würde, die Ionenkanone. Aber scheinbar keine Ionenkanone. Interessant. Den Quasar-Fire können wir hier hinten hinholen. Dann haben wir ein paar kleinere Schiffe, die die Bodeneinheiten jagen können. Vielleicht war es auch die Flotte, die jetzt nach Sifkrik kommen wollte. Man weiß es nicht. 1, 2. Ein paar Lancers hier rein. Die können sich um die Sachen da drüben kümmern. Und um die Jäger hier überall. Hier geht auf die Golan 1. Dann haben wir hier noch ein bisschen schneller das Ganze rumgerumst sozusagen. Gehen wir da hier drüben drauf. Du darfst hier drauf gehen. Und damit sind die Bodeneinheiten hier auch Schrott. Ach, guck mal. Perfekt. Besser könnte so eine Raumschlacht doch gar nicht laufen. Hier drauf, hier drauf, hier drauf. Du gehst hier lang. Du gehst hier lang. Hier. Und dann gehen wir auf die Fighter Bay. Und hier drüben drauf. Und im Prinzip, ach meine Güte, da sind noch welche. Da sind noch Bodeneinheiten. Sehr frech. Und den GR-75-Transporter dann noch. Perfekt. Zwei Raketen getroffen. Zurück zur Galaxiskarte. Das war eine gute Bodenoffensive, die die da theoretisch hätten haben können. Die Frage ist, haben wir jetzt schon genügend Gebäude auf den verschiedenen Planeten gebaut, die wir hier eingenommen haben, dass unser Infrastructure Score hoch genug wieder wird und wir die Einheiten von Sifkrik hier nach Agamar nehmen können? Ich weiß es nicht. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, wirklich nicht. Aber wir haben auch nicht mehr so viel Knete. Wie viel Geld bringt uns Sifkrik? 150. Da lohnt sich jetzt eine Dingsbums vielleicht auch nicht so sehr. Wo haben die den Schildgenerator? Ich kann es, um ehrlich zu sein, nicht entziffern. Müssen wir mal gucken. Oh mein Gott, deswegen war Sifkrik so leicht nur besetzt. Oh,
Oh mein Gott, gut, dass wir die Bodeneinheiten noch rausgekriegt haben. Ja gut, Agamar muss gut gehalten werden. Muss richtig gut gehalten werden. Wenn wir jetzt hier einfach eine 1200er Flotte... Oh mein Gott, wartet. Vielleicht stammt die 1200er Flotte auch für ein Ciotric 4. Das müssen wir jetzt einfach ausprobieren. Rüber da. Und so sehr es mich auch nervt und schmerzt, dann vielleicht in ein Minus zu kommen, was hier den Infrastructure Score angeht. Agamar muss jetzt eingenommen werden. Und zwar jetzt, nicht irgendwann später, jetzt. Oh Gott, und hier bei Taris muss definitiv eine Raumstation hin. Sikoria kriegen wir jetzt hoffentlich auch hin. Und dann werden wir einen Zyklus lang mit unserem Geld in der Galaxis nicht viel machen können. Weil unser Infrastructure Score so niedrig ist. Aber da müssen wir jetzt gucken, wir haben das Geld gut ausgegeben. Es werden Gebäude gut gebaut. Und hier müssen wir jetzt auch gucken, dass der Battlecruiser relativ schnell die Gegner hier besiegt, damit die nicht fliehen. Hier haben wir den Battlecruiser, ein bisschen ranzoomen. Und der haut da schön drauf. 3 Sternzerstörer und ein Battlecruiser und ein Victory gegen 1 Sternzerstörer und ein Victory. Da sollte, denke ich, klar sein, wie das Ganze aussehen wird hier. Da, unsere Stärke ist zu groß, als dass die da in irgendeiner Art und Weise... Oh mein Gott! Einer hat schon keine Schilde mehr. Aber die Engines sind weg, das ist gut. Ja, den Erzpatroller vernichten. Yes! Damit können sie mit gar nichts fliehen. Sehr schön. Und dann... lassen wir hier so eine kleine Patrouille an Lancers zurück, würde ich sagen. Von Odic 2 könnt ihr vielleicht drüber kommen. Ihr geht nach Hakassi und von da aus könnt ihr eigentlich relativ gut eingreifen. Bei Kashyyyk sieht es immer noch problematisch aus, aber gut, damit muss ich leben. Wie sieht Drommel aus? Wie viel Prozent hat der? 52, ja gut. Da werden wir uns lange mit beschäftigen. Guckt mal da. Die beiden Einheiten dürfen auf jeden Fall nach Corellia. Und die nächsten Einheiten, die wir bauen, gehen woanders hin. Dann haben wir hier wenigstens schon mal so eine 7er Stärke. Das ist besser als nichts. Und die nächsten Kuat-Einheiten gehen definitiv hier oben in den Angriff über. Oh, aber Faria Junction hätte ich halt schon gerne, ne? Aber es sieht wenigstens nicht danach aus, als ob Sinch sich das in irgendeiner Art und Weise vergrößern könnte. Wie sieht es hier oben aus? Er hat diese 4 Planeten noch. Oh, wenn wir einen davon vernichtet kriegen könnten, wäre das schon echt cool. Lasst uns einmal kurz gucken, bevor wir jetzt hier Agamar angreifen, wie es in der nächsten Runde aussieht. Nein, können wir nicht. Oh mein Gott! Mit ein bisschen Glück kriegen wir hier bei Ciotric 4 die Schiffswerft. Das wäre richtig cool. Klar, die haben da im Nordosten noch, ich glaube, einen Dreadnought und 2 Capital Shipyards. Da können die viel produzieren bei. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht davon abhalten, uns zu freuen, dass sie dann hier keine Capital Ships mehr bauen könnten, wenn wir das hinkriegen. Das Problem, wir können nicht ganz genau sehen, wie groß die Flotte ist. Okay, ich kann ganz genau sehen, wie groß die Flotte ist. Es sind 4 Invincible Dreadnoughts und das war's. Cool. Ja, da kommt noch ein... 2 Bulwarks kommen da raus. Das ist gemein. Aber gut. Hoffen wir, dass der hier nicht zu viel Schaden nimmt. Das wäre schade, aber... Oh mein Gott, das ist nicht gut. Dass wir uns jetzt hier erstmal den stellen. Aber meine beiden Helden will ich hier auch nicht verlieren. Okay, damit wird das vielleicht doch ein bisschen schwieriger, das zu kriegen, als ich dachte. Wegen der Capital Shipyard. Sieh zu, dass du wenigstens einen der Invincible Dreadnoughts kriegst. Nimm dir hier kurz die Waffensysteme. Oh mein Gott. Okay, wir werden Leben verlieren. Die Frage ist halt, lohnt es sich für Ciotric 4, so ein Dreadnought hier, so einen Supersternzerstörer so lange außer Gefecht setzen zu haben? Ich würde fast sogar das Ganze bejahen, ist das Problem.
So leid es mir dann tut für meinen Supersternzerstörer. Nimm die mal kurz hier. Oh, das ist nicht gut. Ich muss den Bulwark nehmen. Wir haben hier noch einiges vor uns. Die Invincibles kann man dann zum Glück relativ gut besiegen. Na komm, wir nehmen hier. Warum kann ich den da nicht reinholen? Komm hier rein. Prantiok hier auf der Seite, dass der vielleicht ein bisschen dagegen die kleineren schießt. Guck mal, wir kriegen sogar Schilde wieder. Was machen die? Was ist da los? Du hier drauf. Ich hoffe, dass die am Leben bleiben. Die Helden sind halt mega wertvoll. Du nimmst dir den. Du nimmst dir hier die kleineren. Und hier hinten ein bisschen die ganzen Jäger jetzt auf die gegnerischen Jäger schicken. Der Bulwark ist zum Glück weg. Von denen kommen keine weiteren. Und die haben nur noch den einen Invincible Dreadnought da drüben. Das Problem ist die Valor da. Die wird uns noch Zeit rauben. Was ist zwei Lancers? Kommt mal hier rein. Viele große Schiffe haben sie nicht mehr. Ja. Jetzt kommt die Ionenkanone. Okay. Na, der wird auch so auf die 50% runtergehen. Also es wird was dauern, bis wir hier wieder ordentlich unsere Schiffe nutzen können. Das heißt, wir müssen jetzt hier wahrscheinlich erstmal ein bisschen in der Defensive bleiben. Wenn wir hier bei Siotrik 4 auch erstmal durch sind. Hier lang, wie sieht es bei euren Schilden aus? Der hat nicht mehr so viele Schilde. Ich hoffe mal, dass die Lancer hier jetzt gleich ankommt. Was mit der anderen Lancer? Gut, der geht's noch gut. Das ist schön, immerhin. Und du musst jetzt hier auf die Valor gehen und hoffen, dass du nicht... Okay, geh zuerst auf die Golan. Das ist ein bisschen einfacher zu vernichten. Ah, die beiden Sternzerstörer will ich noch nicht so nah an die Valor holen. Ihr müsst hier aber trotzdem mit drauf. Wie sieht's mit meinen Lancers aus? Könnt ihr hier bitte mal angreifen? Oh, die braucht noch lange hier drüben. Okay, ihr schlagt die in die Flucht und dann geht ihr da auf die Valor bitte. Die Ionenkanone bricht uns das Genick leider. Komm, geh hier auf die Valor, bitte, dass ihr da... Ich hoffe, ihr lasst euch nicht vernichten hier. Okay, warte, hier da können wir zuerst die Hardpoints wegnehmen. Dann geht das schneller, sind wenigstens schon ein paar Waffen weg. Und Super Sternzerstörer geht hier drüben drauf. Und dann Torpedowerfer, danke. Und alle Turbolaser. Und dann zusammen auf die Valor gehen. Oh ja, der geht auch Richtung 50% runter. Also habe ich nur noch die Lusankia mit Izard, die wirklich, wirklich Feuerkraft bereithält. Schwierig. Aber ich hoffe ja mal, dass ich wirklich deren 1200er Flotte dabei Sifkrieg einfach erstmal trappen kann. Ich weiß, die werden wahrscheinlich noch weitere große Flotten haben. Vielleicht auch noch bei Angst Minor, vielleicht aber auch nicht. Wenn nicht, wäre es richtig gut. Müssen wir schauen, wie das Ganze aussieht. So, ihr dürft hier auf den Tradeport gehen, dann ist der auch weg. Und dann vernichten wir hier den Rest von der Capital Shipyard. Und dann haben wir es. Meine Güte, endlich! Oh, ist das schön, dass Siotrik 4 hier vernichtet ist. Wir haben nichts verloren, außer eine Menge Credits, die wir bald dann verloren haben werden, sozusagen. Jetzt können wir auch nicht mehr Batchen Green und Sereno gucken. Aber jetzt ist hier auch nur noch Angst Minor, Generis, Agamar. Das Problem ist, bei Siotrik 4 können wir auch nicht wirklich bleiben. 62% und 64%. Immer zurück nach Silagis. Oh, unser Infrastructure Score ist sogar raufgegangen. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Dann Angriff. Das ist richtig gut. Da produzieren wir momentan mehr Gebäude, als dass wir hier neue Planeten einnehmen, auf denen dann keine Gebäude sind. Das ist richtig, richtig gut. Dann können wir jetzt Agamar kriegen und dann werden wir mit Izard vermutlich nach Siotrik 4 gehen, um das auch einzunehmen, weil das einfach ein Planet ist, der ist zu wichtig. Und danach mit Izard auf Generis und Angst Minor. Und dann sind wir vielleicht in der Galaxis so weit, dass Drummel und die andere Executor wieder hochgeheilt genug sind, dass wir da mit auch wieder irgendwie spielen können. Aber gut, beginnen wir und gucken, was wir hier draus machen können.
So super stark sind deren Einheiten nicht, aber die haben, ich weiß nicht, mindestens eine Flugeinheit. Deswegen müssen wir da mal aufpassen. Hier machen wir auf jeden Fall eine Repair Station. Und ihr fliegt schon mal ein Stückchen weiter. Nee, du gehst da runter, du gehst hier lang. Du kommst hier hin. Ja, ich weiß nicht genau, wo deren Schildgenerator liegt, deswegen glaube ich hier oben irgendwo, aber ganz genau weiß ich es nicht, deswegen vernichten wir den jetzt erstmal so. Repair Station, Antiflugturm. So viel Schaden hat die Gruppe ja hier noch nicht genommen. Der fliegt jetzt zurück zur Repair Station. Und ihr beiden geht hier gucken, ob ihr hier irgendwo das Ding findet. Oh, da ist der nächste. Ist das nervig. Ist das hier? Ja, da ist es doch. Oh mein Gott, da sind zwei Stück. Wie soll das denn funktionieren? Wie soll man das vernichten, bitte? Okay, du kommst mal schön zurück. Anti-Infanterie hier hin. Und einer von euch, das hat irgendwie nicht geklappt, mein Plan. So, haben wir das Ding eingenommen? Haben wir. Dann kommen wir hier hin. Und wir holen uns hier einen AT-AT. Und dann will ich die beiden anderen hier noch. Ach nein, warte, der AT-AT hätte hier angemusst. Dass wir hier eins, zwei und den. Und dann bauen wir die mal auf. Und dann möchte ich ganz gerne wissen, wenn ich das hier nutze, um das aufzudecken. So. Aber worauf schießt ihr? Ich hoffe, ihr schießt auf den Power Generator. Da sind jetzt aber auch schon Droiden. Schießt beide bitte auf den Power Generator. Du musst die hier auf jeden Fall beschützen. Und wir kommen hier auch nochmal hin, dass wir die Droiden möglicherweise potenziell beschützen, vernichten könnten. Antifahrzeugturm hier hin. Einmal bitte. Okay. Ah, immerhin, guck mal da. Ja, wir können nur leider nicht bombardieren. Das ist nicht möglich. Oh mein Gott. Könnt ihr bitte hier drauf schießen? Ah, den nächsten verloren. Okay, diese Droiden sind doch gar nicht so schlecht, wenn die in hoher Anzahl kommen. Ah, die Artillerie. Ja gut, die vernichtet da wenigstens ein bisschen was. Besser als nix. Ah, da können welche durchkommen. Okay, dann bleib du hier. Ihr seid repariert. Oh mein Gott! Okay, immerhin ist es der Juggernaut, der hier so angegriffen wird. Der ist relativ mobil, der kann hier zurückkommen und sich reparieren lassen. Aber die Artillerie hier aufzubauen war definitiv die richtige Wahl. Dann können wir jetzt... aber gut, dass wir hier den Antiflugturm haben. Und ihr versucht mal hier das Ding zu vernichten. Die Ionenkanone hatten sie hier nicht, ne? Aber dass wir hier ein bisschen bombardieren können. Ich glaube aber, die meisten Einheiten haben wir damit vernichtet, weil diese Attack Ports weg sind. Okay, sind leider nicht alle von denen weg. Ja, guck mal hier rüber. Einheiten vernichten. Okay, und dann fliegt er weg. Über die Hügel können die ja zum Glück nicht. Ihr könnt es zum Glück. Ja, und du kommst auch nochmal zurück. Und dann, sobald wir das haben, können wir hier die Gebäude versuchen wegzubombardieren. Das sollte funktionieren und Agamar sollte dann auch unser sein, denke ich. Wow, das ist unschön. Könnt ihr... Nein, könnt ihr nicht. Und oh mein Gott. Ich will doch nur das Ding weg haben, das wir bombardieren können. Das wäre schon schön. Ihr könnt versuchen, das mal hier einzunehmen. Bringt nicht so viel, aber dadurch können wir mehr sehen. So, kommt mal hier runter. Und jetzt nehmt euch das Ding. Dankeschön. Dankeschön. Das ist ein Tax Collection Agency. Und hier drüben. Und ihr haut bitte wieder ab. Boom. Und boom. Da kommt keine Einheit mehr raus. Damit können wir jetzt AT-AT und Juggernaut in die Richtung schicken. Ein bisschen was an Infanterie holen wir uns noch dazu.
Ihr beiden kommt mit und jetzt Flug- und Bodeneinheiten zusammen angreifen. Oh, nehmt den Hovervan bitte. Dann nehmt ihr hier so ein paar Droiden. Perfekt. Und damit passiert hier auch nicht mehr viel. Ihr könnt hier den Dings nehmen. Den Victory Point, dann haben wir gleich so oder so gewonnen. Und sie fliehen sowieso. Okay, Agatha gehört uns. Sehr schön. Ein IDT verloren. Ja, irgendwie werden die auch nicht besser, die IDTs. Und so gerne ich Generis haben möchte, Siotric 4 ist gerade meiner Meinung nach durchaus wichtiger. Das ist natürlich jetzt schwierig. Ich muss die wirklich daran hindern, abzuhauen. Du kommst hierhin. Eine Lancer sollte gleich hoffentlich... Oh nein. Oh nein. Oh, bitte lass es keine große Flotte sein. Ich muss gucken, dass die hier absolut nicht durchbrechen können. Okay, gut. Dann kommst du jetzt mal nach Wayland. Scheinbar unser Heilplanet. Wie sieht's hier mit den AT-ATs aus? Einer. Hier haben wir noch ein AT-AT und noch hiervon was. Und hier oben Gebäude. Holen wir uns noch eins. Ich lasse es mal drauf ankommen. Lasst uns hier die Mine holen. Bei Dantooine bin ich jetzt auch einfach schon so frech und hole hier auch schon mal, dass hier wirklich unser Infrastructure Score hochgeht dadurch. Yagamino können wir nicht mehr sehen, das ist nicht gut. Wo? Oh, das ist einerseits nervig, andererseits bedeutet das, wir können diesen Dreadnought vernichten. Was wiederum bedeutet, wenn wir dann die auf drei Planeten runter haben, schließen sie sich uns an. Okay. Du kommst hier nach Taris, damit die hier wirklich bei Sif Creek nicht abhauen können. Und dann, auch wenn es 150 Credits pro Zyklus kostet, holen wir uns hier eine Hypervelocity Gun, dass die einen nach dem anderen da die Schiffe runterholt. Und ich da sonst nichts mehr machen muss. Das Ding ist, wir haben jetzt hier mehrere Fronten. Sobald wir Generis, Angst Minor und Cedric 4 einnehmen, haben wir eine Front zumindest weniger. Aber da müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Es laggt jetzt schon sehr, aber wir haben Agamar eingenommen und Siotric 4 einfach mal die Capital Shipyard beraubt. Ich würde sagen, mit einem Blick auf die Uhr für heute reicht das Ganze. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.